Digitale Transformation unterteile ich immer in zwei große Felder. Feld 1 ist das, was im Unternehmen passiert, ja, das Inkrementelle, wo wir sagen, wir haben bestehende Prozesse, die müssen wir digitalisieren, wir haben Maschinen, die müssen wir anschließen, wir haben SAP, ERP-Systeme, die müssen wir implementieren in den Unternehmen. Da läuft ja schon sehr viel, da seid ihr schon jahrzehntelang unterwegs, das passt alles. Und der zweite Bereich, das ist der Bereich nach außen, also zu euren Kunden, Kundinnen, zu den Lieferanten. Wie könnt ihr dort Digitalgeschäft machen? Wie ticken die? Wie könnt ihr die überhaupt digital erreichen? Wie könnt ihr dort große neue Geschäftsmodelle entwickeln, digitalen Umsatz auch generieren? Und das ist etwas, das wird häufig gar nicht betrachtet. Und wenn, dann arbeitet man irgendwie mit Startups zusammen und macht so ein bisschen etwas feigenblattmäßig. Ja, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr dort wirklich rausgeht, die bestehende Kundenschnittstelle anschaut und wirklich guckt, okay, wie kann ich dort entsprechend eine digitale Interaktion mit meiner Kundin und meinem Kunden machen. Wenn ich von der digitalen Transformation der Kundenschnittstelle spreche, dann sind es drei Horizonte. Ja, Horizont 1 ist die Digitalisierung von bestehenden Produkten, bestehenden Services mit bestehenden Kunden. Da ist ja sozusagen gerade die Interaktion so, dass ein Außendienstler vielleicht eine Außendienstlerin ein Produkt verkauft, ja, dass man irgendwie per Fax kommuniziert, per Telefon. Und das entsprechend jetzt digital zu machen über ein Kundenportal. Ein Kunde loggt sich ein, kriegt eine Information über den Lagerbestand, kriegt eine Information über den Preis, kann ein Produkt bestellen, ja, kriegt irgendwelche sonstigen Informationen. Horizont 1. Horizont 2, dort hat man dann teilweise neue Produkte, neue Services, mit denen man auch neue Kunden, aber auch bestehende erreicht. Zum Beispiel Predictive Maintenance, ja, eine Maschine ist jetzt in der alten Welt kaputt und hat lange Stillstandszeiten und müssen Ersatzteile besorgt werden, muss repariert werden. Predictive Maintenance heißt, die Maschine meldet sich zeitnah, Füllstand nicht in Ordnung, Ersatzteil geht vielleicht kaputt, heute wechseln, dann können wir sozusagen weiter produzieren. Das ist der zweite Horizont. Und der dritte Horizont ist die Disruption. Also dort hat man wirklich nur komplett neue Services, nur komplett neue Produkte und erreicht in der Regel neben bestehenden Kunden, aber hauptsächlich neue Kunden. Und das ist zum Beispiel wie Miele, das er zum Beispiel auch schon anbietet und getestet hat. Du verkaufst nicht nur eine Waschmaschine, die dann genutzt wird, sondern du verschenkst sie an deinen Kunden, an deine Kundin und du bezahlst halt eben pro Waschgang, du bezahlst für ein Waschmittel, was nach Hause geschickt wird, hast du irgendwie ein Abo-Modell dahinter. Das heißt schon ein Modell, wenn das funktioniert, was auch das alte Modell Disruption wirklich zerstört und irgendwann ablöst. Und es ist ganz wichtig, dass ihr im Horizont 1 startet. Und das ist übrigens der Horizont, der wirklich wehtut. Bestehendes, wo ihr jetzt schon unterwegs seid in der analogen Welt, das zu digitalisieren, das tut natürlich viel, viel mehr weh, als im Horizont 3 zu starten, wo man sagt, ach, probieren wir mal so ein fancy new shit aus. Ja, machen wir irgendwie komplett neue Sachen. Da tun wir uns ja irgendwie gar nicht weh. Und die meisten Leaders, die meisten Führungskräfte fangen in Horizont 3 an, weil da ist sozusagen erstmal Minimal Disturbance. Und deswegen mein Hinweis, startet in Horizont 1. Tut am meisten weh, aber bringt euch fürs Kerngeschäft hinten raus am meisten. Nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, die digitale Transformation kannst du nicht kaufen, nicht durch externe Berater, kannst du nicht kaufen, indem du Startups dir einverleibst. Du musst sie selber tun. Es geht um dein und euer Doing in euren Unternehmen.